Im Kopf? Aber ich oder soll ich dich erst noch ein bisschen quälen, oder? Bitte quälen und kreisrund um mich herumschießen und mich tanzen lassen. Da stehe ich besonders drauf. Mist. Wie weit hast du es denn noch? Kannst du nicht erwarten zu sterben, ne? Nee, weil ich keinen Bock mehr auf zu warten. Also 8 Minuten hast du noch. Hoffentlich. Ja, wie weit hast du es denn noch? Problem ist schlichtweg, dass da hier noch jemand ist. Wo? Können wir vorstellen, dass es die Gruppe sind. Glaube ich, der hat das ja nicht so oft gehört, oder nicht? Das ist ein Auto. Ziemlich nah am Knast. Die waren mit dem Helikopter unterwegs. Ja, das ist auch kein Auto. Das ist totaler Beschiss. Da steht ein Heli. Das ist ein Polizeiheli. Habt ihr Scheiße. Das ist ein Kopf? Herr Kowalski vom Ordnungsamt. Mensch, der Kowalski vom Ordnungsamt, was ist da los? Der Heli war so laut, wie bitte? Kommt es bitte, dass ich hier am Gefängnis lande? Ich dachte, das wäre so ein Stadion, wo man Leute auslachen kann, die da plötzlich die Gegend laufen. Da ist doch so ein Parcours drin, dachte ich. Nein, das ist das Stadtgefängnis hier. Ist das nicht dasselbe? Eine schöne Uniform haben sie da. Jo, anneu. Sitzt denn da gerade jemand drin? Rebellenuniform. Da sitzt gerade jemand. 5 Minuten. Jahr. Und wir bewachen ihn. Darf ich mir den mal angucken? Selbstverständlich nicht. Hier gelten ja auch noch die Menschenrechte, ja? Also wir sind hier kein Zoo, wo man sich die Leute hier angucken kann von oben. Deswegen habe ich ja gedacht, wenn man nämlich hier rüber fliegt, dann sieht das so aus, als wäre da so eine Art Wippe oder so ein Laufparcours, wie beim Hunde dressieren, wissen Sie? Laufparcours für Gefangene, oder wie? Naja, das haben Sie mir jetzt ja erst gesagt, dass es ein Gefängnis ist. Ja, das ist ein Gefängnis. Das ist auch auf der Map, auf der Karte, auf der alten Karte ist es eigentlich vermerkt und Sie sollten normalerweise als Hubschrauberpilot auch Kartenmaterial bei sich haben. Naja, das ist alles russisch, ich komme aus Taviana, ne? Ist Gewohnheitssache. Ja gut. Da hat Gefängnis, weiß ich nicht, ob einen ganz anderen, ja, wie soll man sagen, Begriff. Ist ein bisschen was anderes da drüben. Sieht auch ein bisschen anders aus, denke ich mir. Ja, ein bisschen heruntergekommener und irgendwie nicht so weiß gestrichen und vielleicht ein bisschen baufälliger. Ja, das mussten die während des Bürgerkriegs frisch hochziehen. Ist ja auch so ein bisschen provisorisch, das Ganze hier. Ja, so neu wie das hier sehen bei uns die Fußballstadien aus. So Gazprom. Die finanzieren sowas. Ja, das sind natürlich die ganz dicken Sponsoren, ja. Ich hab mal kurz was zu erledigen, tut mir leid.
Halten Sie ihn fest? Nein, da ist noch einer! Da ist ja noch einer! Ich will ihn nicht tun! Oh! Und dann! Dankeschön! Verdammt! Was war das denn für ein Versuch, mein Freund? Ich wollte Ihnen doch gar nichts tun! Hast du eine Waffe gezogen? Ich hab Kowalski K.O. geschlagen! Geht aber nicht! Ich glaub, sie spinnen wohl. Normalerweise sollte ich jetzt ihnen eigentlich hier eine schöne Kugel in die Fresse schießen. Na okay, regeln wir das ein bisschen anders. Wie viel muss ich zahlen, damit ich auf den Insassen ein paar Mal schießen kann? Dass sie was? Wie viel ich zahlen muss, dass wir hier auf den Insassen ein bisschen schießen darf? Andi, das ist die Möglichkeit für unser Heim. Du bist der Höherringe, du musst das entscheiden. Aber sprich leise. So gut die beiden. Ich meine, auf Insassen schießen. Ja, Mann, aber ey, guck mal, wie lange wir hier arbeiten müssen in dieser Scheiße. Guck dir die Kackwetter hier an. Was? Verhandeln die gerade wirklich, ob du schießen darfst? Wir weggestellt ja. Und wir müssen Tom, hier überredet Andy gerade, damit ich auf die schießen darf. Ich weiß nicht. Drecksloch. Wie? Ja, aber hast schon recht, machen dürfen wir das nicht. Kommt also, nicht gut, falls sie sich Sorgen machen sollten um den Insassen, ich werde ihn nicht töten. Ich meine, der hat dich angegriffen, ne? Du könntest ja jetzt auch eine Gehirnerschütterung oder irgendwas haben. Andi ist voll uncool, der ist voll korrekt. Ja, natürlich, da könnt ihr natürlich durch diese Gehirnerschütterung Fehlentscheidungen treffen. Die ist doch nicht korrekt, die ist cool. Zurechnungsfähig war ich gar nicht. Ja, Lotten. Genial. Was darfst du? Geh stark davon aus. Ja, eine Minute hast du noch. Der kommt gleich wieder aus dem Knast. So 100.000 würde ich springen lassen. 15 Jahre gehen schneller um, als man denkt. 100.000 für ein paar Mal auf ihn schießen? Ja, also ich und mein Kollege, wir müssen gerade mal kurz weg. Ja, 50 für jeden, das ist eine gute Sache. Gut. Müssten mich nur freien lassen, kurzzeitig. 50 Sekunden. 50 Sekunden bleiben dir noch. Ich hab nur noch 50 Sekunden. So, durch Ihre Aktion bin ich wieder zu Verstand gekommen. Selbstverständlich machen wir das nicht. Oh, kommen Sie schon. Und Sie haben jetzt einen Beamten angegriffen und wir nehmen Sie jetzt mit. Zwei Gedanken nehme ich, so eine Scheiße. Ich hab den 100.000 geboten, Alter. Verdammte Axt. Ja, das Gute ist, dass du selbst, wenn du noch hochgekommen wärst, nicht hättest auf mich schießen können. Warum? Weil ich mich genau hinter die Mauer gestellt habe. Da kannst du nur von der anderen Seite schießen. Und das dauert auch noch mal bestimmt 30 Sekunden, bis du darüber rennst. Ah. Ich werde gerade von einem Ordnungsbeamten abgeführt. Was? Bei denen steht überall Ordnungsamt dran. Sauerei. Doch schlafen geht's.
lässt er sich hier voll Zeit. Wo wollen Sie eigentlich hin? Der Knast ist hinter uns. Ja, wir müssen sie erstmal auch da reinbringen. Auch wieder wahr. Ich kann auch rüberspringen. Ich bin fit. Wenn Sie mich freilassen, zeige ich Ihnen sogar, wie das geht. Hallo. Hallo. Ihr Schweine. Wir waren kurz davor. Also, wer ist denn für jeden nicht gewesen? Wir waren zu zweit mit dem Andi. Wirklich, also wir haben echt schon überlegt, ne? Kowalski. Ja? Sie laufen hier auf sehr dünnem Eis. Auf sehr dünnem. Was? Das wird Konsequenzen haben. Das habe ich im Helikopter schon gesagt. Und jetzt auch noch dieser Komplott gegen mich. Dieser. Aber jetzt kommt was Lustiges. Weil der Herr Mo... Ren kommt auf jeden Fall ins Gefängnis und da könntest du natürlich uns vielleicht 200.000 bieten. Für dieselbe Aktion. Ach, so ist das. Gut, dass der Müller arm ist. Ach, die hab ich dicke, Kollege. Die hab ich dicke. Aber ob es mir das wirklich wert ist? Nein, das geht nur. Okay. War auf jeden Fall ein lustiges Angebot.